Ja, moin Leute. Heute mal wieder ein anderes Thema, hat nichts mit No-Till zu tun, aber generell denke ich mal trotzdem für Landwirte interessant. Bei uns da wurde vor 1,5 Wochen eingebrochen. Zweite Mal, beim letzten Mal wurde ein komplettes Tor geöffnet. Das wurde alles verstärkt etc. Diesmal, ich vermute die gleiche Person, kam mit dem Moped angefahren, mitten in der Nacht, 2 Uhr. Bolzenschneider im Rucksack, wird sich's vorher tagsüber angeguckt haben und innerhalb von 1,5 Minuten bei so einer 8 mm Kette durch. Und ich muss sogar sagen, das hat ihm glaube ich noch lange gedauert, weil dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. So ein Vorhängeschloss hier, das ist jetzt hier eins von Burg Wächter, aber Abus etc. gehen auch alle. Passende Schraubenschlüssel hier rein. In dem Fall hier 2,24er. Wenn ich jetzt hier mit einer Hand kräftig zusammendrücke, habe ich so eine Hebelwirkung hier drauf, dass das Gehäuse hier an der Stelle oder auf der anderen Seite aufgesprengt wird. Dauert keine 10 Sekunden, dann ist er drin. Und ich habe ein bisschen rumgesucht. Für mich ganz wichtig ist, dass ein PZ-Schloss drin ist. Eine Schließanlage, dass es für alle passt. Die Dinger hier, die kosten irgendwie, glaube 15 Euro oder sowas. Ich glaube 15 Euro netto, circa. In meinen Augen, dann, wenn ich mir das hier angucke und wie leicht ich das damit öffnen kann, komplett wertlos. Erstmal guckt man natürlich, okay, dickere Kette, gut, 13 mm Edelstahl. Schnell gefunden. Nur, ja, was machen wir mit dem Vorhängeschloss? Es kann ja ruhig eins mit 10 mm sein, gibt es nur dann leider nicht mit PZ. Und selbst da nimmt man ein bisschen größere Hebel, war es das so. Und da habe ich jetzt so ein Schloss hier gefunden. Schön ist hier auch, da ist ein PZ-Schloss drin, komplett abgesichert in diesem Gehäuse. Der ganze Rahmen, der damit zugehört, zu dem inneren Teil, der wird hier verschraubt. Und ich komme auch nur hier mit dem Imbusschrauber durch, solange wie der hier offen ist. Sobald ich das abschließe, komme ich da nicht mehr dran. Habe hier einen 12 mm Bolzen, Schlüssel rumdrehen, rausziehen, dann ist es fest. Und ja, ich meine, was soll man hier mit dem Maulschlüssel groß machen? Das bringt alle nichts, da kann ich hier nicht gegenhalten. Ja. Also ich damit zwei Mann kann das arbeiten. Ich denke mal, das wird dann schon einiges sicherer. Aber eins ist klar, eine Alarmanlage kommt zusätzlich noch, weil da habe ich einfach keinen Nerv mehr drauf. Also, macht's gut. Ich hoffe mal, der Hinweis. Ach, Moment, der Hinweis. Ich habe sehr, sehr lange gesucht, um eins mit PZ-Schloss zu finden. Dann habe ich Viro. In Italy habe ich dann endlich eins gefunden und das kostet ungefähr 62 Euro brutto. Findet man auch bei Amazon, wenn man den richtigen Namen eingibt, beziehungsweise hier die Artikelnummer. Damit findet man es auf jeden Fall, wenn man es auch sucht und möchte. Ja, also. Hat noch keiner es probiert, wieder einzubrechen. Ich meine, wäre auch scheiße nach einer Woche. Aber ich denke mal, dass das hier 12 mm hier an den entscheidenden Stellen, dass es schon wesentlich besser ist. Wenn einer mit dem Flex kommt, dann ist sowieso vorbei. Aber wir sind hier in Dorfnähe. Die wollen keinen Lärm machen. Überwachungskameras haben wir auch, bringt nichts. Die kommen einfach mit geklauten Kennzeichen. Also, bisschen überlegen, welche Möglichkeiten hat man, was kann man machen und dann gutes Gelingen.